Was er auch unheimlich viel Arbeit gemacht hat, ist die Kurbelwangen auf dieses Niveau zu bringen. Man sieht also hier die Flächen, bis ich das so hatte. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich gebraucht habe. Das ist bei den Länderbahnlokomotiven immer so sehr gefallen, weil die hatten immer so hinterdrehte Gleichgewichts- oder Ausgleichsscheiben für den Kurbeltrieb und das sah immer besonders schön aus. Das habe ich also auch mit hier einfließen lassen. Und dann sieht man eben auch hier das Pleuel alles. Das hat ja hier eine geteilte Bronzelagerschale, die also so gemacht ist, dass die Hieben und Trieben einen verstärkten Bund hat, dass das Pleuel auch genau in der Mitte sitzt. Und die ist geteilt, weil ich ja nachträglich das Pleuel nicht hier drauf schieben konnte. Also das habe ich im Nachhinein durch getrennte oder durch geteilte Lagerschalen hier verschraubt. Hier sieht man ja auch die Stehbolzen. Und da habe ich natürlich poliert, was das Zeug herkam. Da sieht man das, wenn man das so dreht. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es mit einem unheimlichen, eine Fleißarbeit war. Also das kann man gar nicht beschreiben, wie mir manchmal meine Finger wehtaten hier. Aber dieses Pleuel und auch so, wie das hier hinterläuft, also das war schon, das war eigentlich mein Traum. So eine Maschine wollte ich gerne mal besitzen. Und zu kaufen bekommt man ja sowas nicht. Also hieß es eigentlich nur selbst machen. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Gangart. So klingt er wirklich wie ein schöner Diesel. Zumindest kann man teilweise erkennen, wie hier die Flamme eingesaugt wird bei jedem Hub. So, nach mehrmaligen Versuchen und Testen habe ich heute noch mal einen Probelauf absolviert. Da läuft er noch ein bisschen schneller. Das Ventil, das muss ganz schön arbeiten. Ja, was hier so schön arbeitet, ist meine erste Selbstkonstruktion gewesen. Das war auch mein allererster Motor, den ich überhaupt gebaut hatte und angefangen hatte. Aber da hier mehrere Schwierigkeiten auftraten, habe ich ihn ab und zu mal beiseite gelegt und habe dazwischen immer erstmal einen anderen Motor gebaut. Und habe dann so nach und nach versucht, die Probleme zu lösen.
Hier wird die Flamme eingesaugt. Eben ein Flammenfresser. Den Riemen aufgelegt und werden mal sehen, wie die Transmission hier läuft. Wie man hier sieht, habe ich hier Lagerbäcke mit einer langen Welle rangebaut, die also auch hier dann weitergeht zum Maschinen runter, das ist ein Generator, Schleifscheibe. Naja, kann noch ergänzt werden. Also werden wir das mal starten.